Ey, ich muss in euer Boot steigen! Nein! Nein. Ich muss da rein! Hallo Freunde, es ist Selbst wieder immer der beste Kanal auf YouTube. Freunde, ihr habt es wieder geschafft. Heute, ihr seht es am Titel, wir versuchen das Floß zu bauen. Wie angekündigt, setzen wir das natürlich um. Hier sind unsere Utensilien. Schaut mal, wir haben hier eingekauft. Ich habe hier auch noch den Kassenzettel. Hier seht ihr schwarz auf weiß. 120 Euro hat uns das alles gekostet. Oh, die geilsten Videos für euch, ja. Freunde. Und was sollen wir machen? Als erstes erstmal auf die Werbung klicken, damit wir das Geld wieder reinbekommen. So, das sieht unseres Erachtens ganz gut aus, Freunde. Und das Floß zu bauen, diese ganzen Utensilien haben wir, das brauchen wir. Wir fahren jetzt zu einem sehr, sehr schönen See, Freunde. Ihr werdet gleich sehen und sagen, ah, da geht mir das Herz auf. Also, auf zum See. Es folgt eine schöne Collage. Wir beginnen mit dem Bau, Freunde. Das Ding wird ganz schnell durchgezogen, wird nicht lang Trara gemacht. Also, wir haben hier diese dicken Rollen und die werden wir unter die Palette gleich bauen. Aber erstmal müssen wir die wasserdicht bekommen, genau. Freunde, sonst gehen wir unter gleich. Unsere Lufttanks sind das. Genau. Wir haben zwei treue Zuschauer da hinten, Freunde. Was ist das? Oh Mann, Freunde, der erste Sack hier ist fertig. Schaut euch das mal an. Ich glaube aber, das ist nicht schlecht. Das sieht richtig komisch aus. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ja, fast fertig. Rolle Nummer 2, die ist sehr straff gepanzert hier. Wir werden die jetzt hier noch verstärken, weil das auf jeden Fall die Schwachstelle ist von unserem Floß. Wenn da Wasser reinkommt, dann gehen wir unter, Freunde. Auf jeden Fall. So, Nummer 2 ist auch fertig. Freunde, das ist jetzt gar nicht mehr viel Magie hier, was wir machen. Wir haben jetzt die Palette umgedreht. Nun das da drauf. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollten wir erstmal den Draht erst einen, oder? Ja. Wo einen immer den hier. Sehr gute Drahtverlegung hier. Wir gehen noch eh unter, Freunde, auf dem Meeressee rum. So, Freunde, schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Genau. Was denkt ihr? Wird das bloß schwimmen oder nicht? Daumen hoch für ja. Daumen hoch für nein. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob diese Ding. Ah, doch. Ein gewagtes Unterfangen. Also, Freunde, wenn das luftdicht ist, muss es eigentlich klappen. Ja. Das stimmt. Eigentlich. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Eigentlich. Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen. Ich sag okay. Die Drähte sind verlegt. Vorsicht, Vorsicht. Kein Leck darf rein. Und binden mal den ersten zu. So, Freunde, das ist die Befestigung. Oh, oh, oh. Für die Rollen. Und los geht's. Passt schon. Wenn das unter Wasser ist, ja so. So. Oh, oh, oh. Oh. Guck mal, Babyenten. Krass. Ja, ach da, ja, stimmt. Crazy, crazy. So, Freunde, wir brechen auf. Wir brechen zu einem anderen Ufer auf. Hier ist es ein bisschen dunkel geworden. Das ist eigentlich das fertige Floß, kann man so sagen, oder? Schon. Ja, schon. Sieht aus einfach wie ein Müllhaufen. Konfrontation hier. Achtung, Achtung. Juckt sie scheinbar nicht. Was haben wir hier jetzt fabriziert? Ihr seht es noch ein letztes Mal, bevor es untergeht. Ich glaube, man muss sich mehr erklären hier, ne? Man sieht es schon. So, es gibt was ganz Wichtiges. Ich glaube, es passt nur ein Kapitän auf dieses Boot. Wir sind aber zu dritt. Das heißt, es gibt jetzt Schere, Stein, Papier Ultimate! Das ist echt ein hartes Schere, Stein, Papier. Aber bis drei. Alter, Freunde. Nee, eins, zu dritt, zu drei. Hardcore. Ja, los. Alle eins jetzt oder was? Ja, eins einfach. Also wir machen so, dreifach. Bum, bum, bum. Ja, los. Hände hin. Drei, zwei, eins. Bum, bum, bum. Nochmal. Bum, bum, bum. Jan. Geil. Oh mein Gott. Alter. Hab ich einen Joker? Nee. Nee. Scheiße, Glück gehabt. Geil, Freunde, ich bin so glücklich.
war doch nicht mehr weg! Scheiße, du hast doch Badehose extra an, Alter. Hier, nehmt all meine Wertsachen. Akku. Der teure Akku. Der teure Akku, Freunde. Warte. So. Meine teuren Kaugummis. Oh, da nehme ich mir erst mal. Freunde, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da hinten zum Beispiel, da sind solche Tretboote, die man von daher beholt. Und da werden jetzt Kameramann André Schiebler und Jengolo sich ein Bötchen schnappen. Freunde, ey, Leute. Wir sind hier mitten auf dem See, Alter. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sieht. Ich sitze hier gerade so und wir haben das schrottigste Tretboot der Welt, Alter. Ey, ohne Witz, hier mit dem Lenkrad auch. Ey, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Dieser, guck mal, mein Stuhl. Was denn? Guck mal, mein Stuhl. Oh mein Gott. 5 Euro für eine halbe Stunde. Der wollte das auch erst nicht geben und war so richtig unfreundlich, Leute, wenn ihr an den See seid. Ich schwöre euch, ich sehe diese Enten nicht, ne? Also wenn die, aber sau wenn die nett. Vor uns sind, nietsch ich die einfach um, Freunde. Ey, der Jan ist so ein Hund. Hey, was? Guck mal. Ja. Okay, lass mal auslaufen lassen. Jay! Okay, Freunde, wir verlagern das Ganze. Wir transportieren das Ding jetzt dahin. Bis gleich. So, umgezogen. Ein schöner Sonnenuntergang für euch. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's jetzt los. Jetzt müssen wir es zusammen gleichzeitig umdrehen und rein. Schott. Okay. Okay, und runterlassen langsam. Ja, ja. Oh mein Gott, das wird never was. Hä, das schwimmt ja. Ja, aber da ist ja... Oh mein Gott. Komm, oh, das komm wird mal ran, krass. Komm mal näher. Komm mal näher. Ist eigentlich sehr gut. Freunde! Freunde, jetzt mal ehrlich, in letzter Zeit TV, gebt mal bitte einen Daumen hoch für dieses Video. Das ist wieder der Killer-Shit hier. Ich hab dich richtig gut im Bild. Okay, jetzt mal ohne Witz, wie soll ich denn hier drauf? Guck mal, wenn ich so mache, guck mal, wie das wackelt. Hast du keine Elektronik und sowas? Ein iPhone 10, aber ist egal. Freunde. Okay, Freunde. Guck mal an Land. Ja, sonst fällt's aus der Tasche, ne? Ich hab keinen. So. Wow! Wow! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ihr müsst es anholen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Bring mich mal dahin, ich schub's es zurück. Oh mein Gott, krass, Freunde, das war Action hier gerade. Ah, nein, ich krieg's nicht. Ich krieg dafür. Nein! Ey. Los, Übergabe. Du musst direkt in eins hey, du drauf. Musst, du darfst auch nicht an Land saunah ins Wasser, sondern du musst direkt drauf. Ja, du musst direkt drauf. Aber pass auf, deinen Stab musst du. Du musst direkt, ich direkt mit Knien drauf. Mach. Mach. Mach einfach. Komm, zähl an und los. 3. 2. 1. Nein! Oh, es schwimmt, ich schwöre, es schwimmt. Es schwöre bei Gott, es schwimmt. Los, balancier, balancier. Krass. Oh mein Gott. Es geht. Ey, das ist so schwierig. Was? Warte, wir helfen dir. Geil. Eine Bewegung und ich falle. Ja, du kommst gerade zu uns. Oh mein Gott! Sollen wir ihn schieben? Warte. Oh mein Gott, nein. Du musst Balance halten, oh mein Gott. Nee, das ist zu viel. Nee, ich schaff's nicht. Er schafft es nicht. Es geht nicht. Ein bisschen nach vorne. Komm, wir geben dir Stabilität. Warte. Lass dich treiben. Lass dich treiben. Oh mein fucking Gott. Drück ihn vorne runter. Nein, ey, nicht zu doll. Ja, ja, ja. Kipp ich. Ja, drück ihn. Oh mein Gott. Komm. Du musst. Ey, ich hab keine Kraft mehr, ohne Witz. Jetzt wirklich? Warte, es ist sau anstrengend. Warte, dann schieb ich dich. Oh mein Gott, das nee, oh mein Gott, halt ihn mit der Hand, nicht mit dem Stoß. Nein, dann falle ich, wenn ich dich halte. Nein, Jengis, du musst die Palette halten. Nein. Oh mein Gott. Halt die Palette, Jengis, halt die Palette. Halt die Palette. Halt die Palette. Halt die fest. Oh nein, Jan, drück uns nicht. Warte, ich muss dich stabilisieren. Ja, ich weiß. Das Ding ist super schief, ne? Jan, du schiebst uns weg. Ja, was soll ich machen? Warte, ich bring's was, wenn ich mich anders hinsetze irgendwie. Ja, du musst die Mitte finden davon. Das Ding hat keine Mitte, weil das schief gebaut ist. Wir treiben immer mehr. Oh mein Gott. Warte, ich halte dich auch. Nein, hör auf! André, hör auf! Was denn? Oh mein Gott! Wir stürzen ab, wenn du... Ich falle! Komm, ey, warte, ich bin hier... Krabbel so langsam. Soll er schon runter? Nein. Du musst die Mitte finden. Ich sag...
Es gibt keine Ach, mit. Kacke. Jan, Jan, pass auf! Ey, ich muss in euer Boot steigen! Nein! Nein. Ich muss da rein! Ich kann nicht Probier's, Oh, versuch dich draufzusetzen richtig. Du musst das Gewicht verteilen. Ja, wenn ich eine Bewegung mache, falle ich rein. Ja, was willst du sonst machen? Warte. Ja! Halt mich. Kannst du noch? Ja. Sollen wir da vorne hinpaddeln? Stopp mal. Auf den Arsch. Ja. Hallo. Du musst dein Gewicht verteilen. Du musst die Mitte finden. Es würde nur eine Minute dauern. Dann wären wir an Land. Los. Ja, okay. Los, schon. Wir dürfen nicht so schnell. Vorsicht! Oh mein Gott. Hier sind solche Mega-Fische im Wasser. Warte. Stopp. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es trotzdem geschafft. Irgendwie auch nicht. Jetzt geht das gar nicht. Also du kannst stehen, glaube ich. Aber ich glaube, dann ist bei einer falschen Bewegung fällst du halt komplett. Gib mal her, ich will das auch probieren. Oh nein, Leute. Film mal. Hast du den Schock? Halt mal, dass ich ihn greifen kann. Okay. Es gibt Schock. Hier? Boah, das Ding ist echt krass, ey. Das ist mega instabil. Ich schaffe alles. Oh mein Gott, Ameisen in meiner Hose. Ach, Vorsicht, André. Was? Scheiße. Hier, der Stock. Oh mein Gott. Zieh. Ja, passt. Zieh. Oh mein Gott. Alles, alles gut. Lustigste ever. Ja? So, das geht. Oh mein Gott. Oh! Ich scheiß dich, Falle, ich schwöre euch. Oh mein Gott! Hier, der Schock! Ich Nein! Scheiße, jetzt ist es egal. Warte, Chef! Hier. Oh mein Gott! Sieht aus wie ein Piratenschiff schon hier mit dem Seetank. Oh Mann, bestes Video ever. Einmal mit einem Hops. Ja. Hier der Stab. Das ist, als ob das Ding die Balance die ganze Zeit ändert. Ja, und auch als ob das eine Kugel ist. Rohre sind auch zu nah aneinander. So weit war ich auch. Du kriegst es nicht ruhig. Ja, ich weiß. Schafft man nicht. Das ist ein Rodeo-Ritt. Django's final try. Oh mein Gott. Das ist es. Das ist es. Nicht. Geht nicht. Es geht nicht. Wir sind zu Hause und ich habe mir erstmal eine Dusche gegönnt. Hast du auch nochmal geduscht? Nee, oder? Nee. Ey, das hat richtig gut getan, nochmal zu duschen. Freunde, wirklich, in letzter Zeit Ape Crime TV, saugeil, oder? Also ich gucke mir das selber an, man schneidet ja die Videos selber und lädt die hoch. Aber ich gucke mir die auch dann selber saugern nochmal an, nachdem ich die geschnitten habe. Muss ich echt sagen, ich gucke mir das gerne an, Freunde. Ich finde es geil, Freunde. Wenn ihr es auch geil findet, der Daumen nach oben, das ist der Blick in unsere Seele, wie Jan schon meinte. Und auf jeden Fall auschecken. Auf Ape Crime kommt heute um 8 Uhr, André vs. Django, die Bestrafung. Wer wurde bestraft und was ist überhaupt passiert, Freunde? Ich kann nur sagen, es war sehr, sehr heftig. So, da sind wir wieder. Das Mikrofon ist abgefallen und der Akku raus. Leute, Ape Crime abchecken, die heftigste Bestrafung ever. Dankeschön für alle Daumen. Wir sehen uns wieder Dienstag. Wann sonst, Freunde, auf dem besten Kanal auf YouTube. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, ciao. Tschüss, Crime Shop, ciao. Immer mehr, mehr. Stehen vor dem Haus und schreien. Yeah, yeah. Das kann nicht jeder, es ist sehr schwer. Doch wir liefern jetzt ab.